Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Internet bietet vielen Menschen einen neuen Zugang zu Wissen und Informationen. Im Vergleich zu anderen Medien wie Zeitung und Fernsehen können Informationen im Internet auf vielfältige Weise und von nahezu jedem Menschen und nahezu kostenfrei verbreitet werden. Das Internet bestimmt zunehmend unser Leben. Formulare lassen sich unkompliziert aus dem Netz herunterladen. Die Jobsuche findet zunehmend online statt. Soziale Netzwerke und Internet-Shopping boomen. Schnelle Internetverbindungen sind also inzwischen wichtig und eine Voraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe. Um soziale Ausgrenzung zu vermeiden, muss deshalb jeder Haushalt ein Anrecht auf einen bezahlbaren und schnellen Breitband-Internetanschluss haben. Breitbandanschlüsse sind inzwischen auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen und damit für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen unverzichtbar. Der fortbestehende Erfolg des Internets basiert darauf, dass Datenpakete gleichberechtigt und diskriminierungsfrei transportiert werden. Netzneutralität ist immer dann gegeben, wenn Telekommunikationsanbieter bei der Übermittlung von Datenströmen nicht danach fragen, von wem die Daten kommen und was ihr Inhalt ist. Deshalb ist es richtig, wenn gefordert wird, dass die Netze in öffentliches Eigentum überführt werden sollen, damit der Zugang zu den Netzen diskriminierungsfrei bleibt. Das Netz ist ein öffentlicher Raum. Bisher konnten im Netz alle frei kommunizieren und eigene Inhalte verbreiten. Jedoch ohne Netzneutralität gibt es das Netz für alle nicht mehr. Deshalb finden wir den Antrag der Piratenfraktion einen guten Ansatz für eine wichtige Debatte. Zukünftig in Berlin Netzneutralität über eine landeseigene Netzgesellschaft zu sichern, ist ein interessanter und überlegenswerter Vorschlag. Nachdem das Europaparlament die umstrittenen Internetregeln beschlossen hat, sehen auch wir die Netzneutralität, ein Grundprinzip des Internets, durch das Gesetz bedroht. Und die Bedrohung ist real. Kaum hat das Europaparlament die Netzneutralität eingeschränkt, nutzt die Telekom die Chance auf Profite. Zahlungskräfte und Kunden soll über eine Grundversorgung hinaus eine besonders gute Übertragungsqualität und besondere Datenpakete angeboten werden. Wir können der Erklärung des Medienstaatssekretärs in Nordrhein-Westfalen, Herrn Eumann, SPD, nur zustimmen, der gesagt hat, ein robuster, diskriminierungsfreier Internetzugangsdienst ist die Basis für inhaltliche Vielfalt und Meinungsfreiheit im Netz. Und, liebe Koalition, wie in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge hat in vielen Bundesländern und Kommunen ein Umdenken eingesetzt. Der diskriminierungsfreie Zugang zu Netzen ist inzwischen für viele Kommunen Bestandteil der Daseinsvorsorge. Dabei werden die Vorteile stadteigener Unternehmen genutzt, um einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz zu ermöglichen. Und unabhängig von übertragenden Daten, unabhängig von der Herkunft, Ziel und Inhalt. Ein Umdenken ist also möglich. Der vorliegende Antrag weist einen möglichen Weg auf. Jedoch, dazu ist politischer Wille im Berliner Senat und den Koalitionsfraktionen notwendig. Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre zeigen, wird das dem SPD-CDU-Senat schwerfallen. Zudem sind in Berlin die Voraussetzungen, ein landeseigenes Unternehmen, das eine unabhängige Versorgung Berlins mit Breitbandinfrastrukturen anbietet, auf den ersten Blick verglichen mit anderen Städten in Deutschland, zum Beispiel München und in Europa, nicht so rosig. Die Privatisierung kommunaler Versorgungsanbieter in den 90er Jahren hat den Einfluss der Stadt auf Infrastrukturen, die für den Breitbandausbau genutzt werden könnten, eingeschränkt. Den Zugang zu einer notwendigen Infrastruktur, starke Stadtwerke und öffentliche Netzgesellschaften hat der Senat verbaut. Erwähnt sei hier nur das Bonsai-Stadtwerk und die unendliche Geschichte bei der Bereitstellung eines stadtweiten WLAN-Netzes. Deshalb ist ein zweiter Blick auf die Möglichkeiten Berlins für eine von den Konzernen und privaten Netzanbietern unabhängige Versorgung mit Breitband notwendig. Das könnte das im Antrag vom Senat geforderte Konzept liefern. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Herr Döring.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags